Sascha Stegemann, der Schiedsrichter der gestrigen Partie zwischen Borussia Dortmund und dem VfL Bochum, der hat jetzt seinen Fehler eingestanden. Es war ein Elfmeter. Das gab er jetzt in einem Statement ab. Und man muss ganz klar sagen, hätte er das im Spiel auch schon genauso gesehen, dann wäre jetzt vielleicht Borussia Dortmund auf Meisterkurs. Und so müssen sie hoffen, dass der FC Bayern München morgen irgendwie patzt, um noch auf Platz 1 der Tabelle zu bleiben. Aber was hat er jetzt genau gesagt und warum gab es denn jetzt überhaupt keinen Elfmeter? Das erfahrt ihr hier in diesem Video. Vorab lasst mir mein Like da und natürlich auch ein Abo auf den Kanal, um nichts zu verpassen. Aber was hat jetzt Stegemann genau gesagt? Er sagte, er hat jetzt die Szenen nach diesem Spiel jetzt nochmal gesehen und er fühlt sich richtig schlecht. Er hat gesagt, es war ein Elfmeter. Er hat das im Spiel ganz anders wahrgenommen. Er dachte, Adeyemi sucht den Kontakt und hat das im Spiel eben nicht gepfiffen. Und dann kam eben auch kein Feedback vom Video Assistant Referee. Und da wurde auch mal so ein bisschen nachgefragt. Ja, also ihr, warum kam denn da nichts? Und da sagt er, das kann er auch nicht sagen. Was Robert Hartmann da in Köln gemacht hat, das weiß er nicht. Und für ihn eine Fehlentscheidung. Und es tut ihm natürlich sehr leid. Er hat sehr schlecht geschlafen. Es ging ihm total nahe. Aber das bringt jetzt natürlich allen Dortmundern auch nichts mehr. Das war eine ganz, ganz grobe Fehlentscheidung. Und es gab natürlich auch mehrere, die diesem Spiel sehr, sehr kritisch waren. Bei dem Handspiel, da hat auch mittlerweile der DFB sich zugeäußert. Das fanden sie eben nicht, dass das eine Fehlentscheidung war. Aber der DFB hat sich auch geäußert. Stegemann. Denn dieses Foul an Adeyemi, das war ein Foul und das hat auch der DFB jetzt in einer Stellungnahme klargestellt. Das war eine Fehlentscheidung und da muss man jetzt den Video Assistant Referee so mit reinnehmen. Und Robert Hartmann ist halt leider bekennender Bayern-Fan. Er ist auch Schiedsrichter des Bayerischen Verbandes und das ist natürlich eine ganz, ganz doofe Sache, die da jetzt so ein bisschen im Hintergrund steht. Weil da kommen natürlich die Betrugsvorwürfe hoch, da kommen die Manipulationsvorwürfe hoch. Hat er hier dem FC Bayern München die Meisterschaft gerettet? Hat hier Brazzo mal ein bisschen Kohle überwiesen oder Uli Hoeneß mal angerufen? Nein, das ist natürlich alles nur, was jetzt von den Fans so geschrieben wird. Da ist auch nichts bewiesen und sonst irgendwas. Aber es lässt auf jeden Fall einen sehr, sehr faden Beigeschmack bei dieser ganzen Sache. Was haltet ihr davon, dass sich Stegemann jetzt quasi so mehr oder weniger gerechtfertigt hat, beziehungsweise sich entschuldigt hat oder einfach seinen Fehler eingestanden hat? Ja, wie gesagt, das bringt die Dortmunder nichts. Ich bin sehr gespannt, wie das Spiel morgen ausgeht, der Bayern. Denn die haben jetzt die Trümpfe selber in der Hand und müssen nicht mehr auf den Patzer von Dortmund warten, weil den haben sie jetzt ja gestern bekommen. Ich bin gespannt. Bis dahin, Leute. Ciao.